Leute, vergesst es einfach. Ich werde von meiner Meinung und von meinen Ansichten und von meinen Überzeugungen bezüglich meines Vorstils nicht abgehen. Vergesst es einfach. Nehmt es so hin, guckt euch andere Videos an, wenn euch andere Wurfstile besser gefallen. Und andere Videos und andere Dartbelehrungen. Hallo, ich habe mal wieder einen völlig unnötigen Kommentar erhalten. Unter anderem, dass ich mich nicht mit dem Föll-Taylor-Wurf auseinandersetzen würde, nicht genug. Und da kann ich nur sagen, für mich sind die Würfe von, die Wurfhaltung von Phil Taylor und für mich ist die Wurftechnik von Phil Taylor unter anderem, aber auch von Peter Wright und so weiter, überholt. Da gibt es modischere, neumodischere, modernere Wurftechniken. Und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen, vor allen Dingen nicht in allen Einzelheiten. Ich muss auch nicht wissen, ob er ein linksdominantes Auge hat oder nicht. Das hab, wie gesagt, dass Taylor ein linksdominantes Auge hat, ist ja schön und gut. Das habe ich mittlerweile auch schon so mitbekommen. Aber ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Ich registriere das und ich sage bloß, der Wurfstil ist antiquiert. Es ist viel zu umständlich und viel zu aufwendig, diesen Wurfstil zu lernen, wenn man den nicht automatisch und auf natürliche Weise lernen kann. Und ich, mein Wurf, so wie ich ihn jetzt vermittle, ist vielleicht nicht das Optimum, das Optimale und auch keine neue Erfindung. Aber er ist eben ganz einfach zu lernen, wenn man eben darauf anspricht. Wenn man nicht, also im Prinzip ist es natürlicher als das, was man bisher praktiziert. Und für mich war, ist die natürliche Wurfhaltung. Und ja, also von daher, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Und aber ich tue es ja. Ich mache ja mein Möglichstes, um alte Wurftechniken, normale, das, was bisher gelehrt wird, auseinanderzunehmen und auch zu erklären und das mit meinem Wurfstil zu vergleichen und da irgendwie Pro und Kontrast herauszuarbeiten. Da bemühe ich mich ja schon. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt nur meinen Wurf nehme und den genau erkläre und sage, das ist das Optimum, sondern ich versuche das darzustellen, wo da die Vorzüge sein könnten und worauf man auch zu achten hat. Das ist eigentlich alles. Von daher lohnen sich solche Kommentare, wie ich sie gerade jetzt wieder bekommen habe und wie sie jetzt auf dem Bildschirm stehen, lohnen sich im Prinzip überhaupt gar nicht. Dass ich nicht so werfe wie Phil Taylor und dass ich mich nicht mit etwas auseinandersetze, was ich nicht benötige, ist doch irgendwo klar. Auseinandersetzen in dem Sinne, dass ich nur hundertprozentig, vor allen Dingen hundertprozentig auch erkläre und erläutere in jeder Sektion und bis ins letzte Detail, wie der Phil Taylor-Wurf aussieht. Das ist mir doch völlig Wuppe. Das kann sich doch jeder selber zusammenreimen. Das muss ich doch nicht erklären bis ins letzte Detail. Sondern ich reiße es an, ich versuche da die Vorteile und die Nachteile aufzuführen und was man dabei zu beachten hat und was man bei meinem Wurf zu beachten hat. Und das ist es. Und ich kümmere mich natürlich größtenteils um meinen Wurf. So, und was ist antiquiert und was ist nicht antiquiert? Der Dartswurf von Phil Taylor ist meiner Meinung nach antiquiert, weil er ist zu langsam, es bedeutet zu viel Vorbereitung und es bedeutet auch sehr viel Training, um diese Armbewegung hundertprozentig durchzuführen. So, es geht, genauso gibt es auch im Sport antiquierte Sportbewegungen, zum Beispiel den Hochsprung. Der letzte Weltrekord im Swell ist von Rosemarie Ackermann aufgestellt worden 1977. Das waren 2 Meter. Danach ist niemand mehr höher als 2 Meter gesprungen im Straddle-Stil. Das ist der letzte Sprung über 2 Meter gewesen im Straddle-Stil von Rosemarie Ackermann. Danach ist nur noch im Fosbury-Flop gesprungen worden. Im Gegensatz dazu, Graham Aubrey hat einen neuen Fahrradstil, eine neue Haltung am Fahrrad herausgebracht, mit der er einerseits den Stundenweltrekord gebrochen hat.
52 Stundenkilometer. Und er ist dann zum Teil, glaube ich, ganz zum Schluss sogar 56 Stundenkilometer gefahren mit seinem Stil. Der ist verboten worden. So, er hat Chris Boardman geschlagen im 4000 Meter Verfolgung. 1993 hat er ihn geschlagen mit seinem Fahrstil. Und der ist verboten worden, obwohl das natürlich das Optimum war. Aber man hat ihn vom Radsportverband, hat man ihn geächtet. Obwohl er ansonsten keine verbotenen Mittel benutzt hat, sondern einfach nur seine Körperhaltung angepasst hat und sein Fahrrad anders aufgebaut hat. So, und er hat es dann nochmal versucht, das aufzubessern, wo es verboten wurde, ist er im Supermannsstil gefahren, hat nochmal wieder einen Weltrekord oder die Goldmedaille gewonnen und das ist dann wieder verboten worden. Und von daher wird jetzt einfach nur noch mit diesen normalen Lenkern gefahren oder mit denen zum Auflegen, aber auch da, also Triathlon-Lenkern. Aber das ist ja, wie gesagt, auch nur bei bestimmten Rennen erlaubt, zum Beispiel beim Zeitfahren oder bei Bahnradfahren ist das erlaubt. Aber in den meisten Fällen ist es auch verboten. Aber der Fahrstil von O'Bree, von Brian O'Bree, der ist halt verboten worden. Ne? Und ja, das ist traurig. So kann ich das, so sehe ich das im Prinzip auch. Es gibt Stile, die halt überholt sind, wie der Sweater-Sprung von Rosemarie Ackermann. Und es gibt Stile, die werden verboten, weil sie einfach zu gut sind. So, und mein Dartwurf, ich sage, er funktioniert. Er funktioniert für mich. Ich werde damit keine Weltrekorde aufstellen, weil ich nicht derjenige bin, der überhaupt irgendwo einen Weltrekord oder etwas in Weltmeisterschaft gewinnt. Davon gehe ich auch gar nicht aus. Aber ich kann sagen, für mich funktioniert dieser Stil, auf meinem Leistungsniveau funktioniert das hervorragend. Und ich kann mich jedes Jahr verbessern. Das könnte ich nicht, wenn das nichts taugen würde. Und ich kann es bis ins letzte Detail erklären. Siehe meine Videos. Also bitte hört doch auf mit diesen scheiß Kommentaren von wegen, ich würde mich nicht genug um Phil Taylor Würfe kümmern, ich würde mich nicht genug damit auseinandersetzen und mir dann sogar noch versuchen oder mir da ellenlang dazu erklären, wie das Scheißding da funktioniert, der Scheißwurf. Das sehe ich ja selber. Das braucht man mir nicht auf Papier zu zeichnen. Das ist ja doch das, was ich eigentlich versuche abzuschaffen, dass ich über Video und über Zeichnung und über Demonstrationen erkläre, wie mein Wurf funktioniert und nicht ellenlang auf irgendwelchen Seiten zu erklären, wie zum Beispiel hier in diesen Fachbüchern, diesen sogenannten, Harald Jansemann oder wie er heißt, wo dann ellenlang erklärt wird oder mit Fotos oder diversen komischen, ist auch egal. Das möchte ich halt nicht. Ne? Das ist nicht mein Ding. Ich will nicht textuell das alles bis ins letzte Detail auseinanderlegen. Ich zeige das per Zeichnung, per Demonstration, per Video, wie ich das erkläre. Ich setze mich auch nicht vorne hin und erkläre lang und breit bla 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 bla, sondern ich zeige das. Vor allen Dingen das Dartboard und die Pfeile und die Fliegen und so weiter. Das ist wichtig. Und genauso wichtig ist, wie gesagt, was ich ja auch immer sage, diese Pfeile, das sind halt auch antiquierte Pfeile. Das ist hier, überholt ist das, überholt. Die Dinger sind überholt. Warum? Für jeden Pfeil derselbe Flight, der Original, der Standard-Flight. Passt für alles. Fliegen die Flugzeuge alle mit denselben Flügeln? Nein, das tun sie nicht. Jeder Dart, jedes Gewicht müsste eigentlich einen eigenen Flight haben. Eine Flightform. Und das versuche ich auch immer zu erklären und dass man das zuschneiden kann. Man kann die ganz einfach zuschneiden und dann fliegen die wesentlich besser. Und lange Schäfte sind prinzipiell eigentlich auch schon out. Man kann sie benutzen, wenn sie für einen passen, aber normal, je kürzer der ist, desto optimaler ist das. Mehr zum Optimum geht das. Genauso ist es mit dem Gewicht. Warum mit 26 Gramm werfen? Dieser ist 22 Gramm, ist immer noch zu schwer. Ich bin der Meinung, leichte Darts sind entscheidend. Aber gut, das ist ein anderes Thema, werde ich auch noch erklären. Und tschüss.